Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Ich habe heute Bock, wir gehen wieder spazieren, ein bisschen in Neuseeland. Ich habe letztens gehört, dass hier wohl sehr gute Rothirsche unterwegs sein sollen. Finden wir auf jeden Fall heraus und damit würde ich sagen, let's go. Ich habe hier noch einen Aussichtspunkt, den ich noch nicht habe. Das müsste der letzte sein, den ich auf der Map noch einnehmen muss. Deshalb gehen wir da jetzt einfach mal in die Richtung. Und auf dem Weg dahin werden wir natürlich schauen, ob wir irgendwas an Rothirschen sehen. Oder Sickerhirschen oder was auch immer, irgendwas. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Shop-Seite. Wie viel das Game gerade... Pass auf, ich nehme euch mal mit. So. Guck mal, 29% gibt es gerade auf Diamond Bundle. Ah ja, okay. Auf Steam, ne? Das kostet gerade 11,32 Euro. Was hat man da alles dabei? Die Safari Lodge. Habe ich die schon? Ich glaube ja. Duck and Cover Pack. Das habe ich, glaube ich, nicht. Tripod und so, ja. Smoking Barrels. Okay. Gold Bundle. Bloodhound. Und, okay. Ja, cool. Gibt es auf jeden Fall gerade im Angebot. Ich muss auf jeden Fall scannen, weil ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das ein Vierertier... Ich glaube, es ist ein Vierertier. Es muss ein Vierertier sein, oder? Stufe 4? Also wenn der liegt... Liegt. Das ist ein Vierertier, okay. So, pass auf, Leute, wir machen jetzt mal kurz Trick 17. Und zwar nullen wir erstmal 75 Meter. Und dann... machen wir den hier. Top! So muss das sein. Oh, oh. Ist das selten, dass der so dunkel ist? Schwarz. Den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Also wir haben die, die Lunge angeschnitten, ist ein silberner Sickerhirsch 28,59 in schwarz. Was ist mit dir? Ja, und getroffen. Schön. Okay, ein kleines Massaker hier auf dem Hügel. Einmal alle. So, ein silberner 133,3. Ein gefleckter silberner 101,7. Also noch ein schwarzer 120,7, auch Silber. Und ein brauner 100,1, auch in Silber. Schade, leider kein Gold heute für mich. Aber was soll's. Warum nicht? Ein goldenes Schwein 120,7 in braun. Das ist braun. Ich würde sagen, das ist schwarz, oder? Das ist natürlich jetzt schwierig. Könnte jetzt direkt zwischen seinen Hinterläufen sein Herz treffen, ne? Das war halt nix. Das war was. Oh mein Gott. Lucky Drive-By. Wie er es noch gerettet hat. Das ist wieder ein Künstlerschuss, ne? Das gibt's gar nicht eigentlich. Das könnt ihr nur hier sehen, hier im Stream. Lol. Aber ich will halt den ersten Schuss sehen. Ich würde gerne sehen, wo hab ich da, ist der wirklich im Bein hängen geblieben? Ist der, weiß ich nicht, wo hängen geblieben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war es kein Herztreffer. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Ja, doch, lol. Okay, der erste ging in den Muskel. Also, okay, der zweite habe ich gerade so noch die Leber getroffen, sonst wäre das kein tödlicher Treffer, also kein lebenswichtiges Organ gewesen. Lol, eigentlich hätte das gut sein sollen. Aber ich bin wahrscheinlich im Bein hängen geblieben. Hat die Kugel schon Energie verloren? Im rechten Hinterlauf.
und ist dann in der Bauchdecke stecken geblieben. Schade. Und der zweite, den hätte ich ein bisschen weiter vorziehen sollen. Also da habe ich Glück gehabt, dass ich noch die Leber getroffen habe, sonst wäre das nichts geworden. Aber verwertbar geschossen ist verwertbar geschossen. Da können wir auch, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Ne? Es hätte eigentlich klappen sollen, ist halt die Physik von Korps soweit, ja. Ja. Es kann ja auch sein, das hoffe ich nicht, aber es kann ja auch sein, dass die Kugel schon Energie verliert, wenn ich in der Hitbox drin bin. Und wenn die Hitbox so schlecht definiert ist und ich da so ein bisschen am Fuß vorbeischieße, dass ich da schon in der Hitbox bin. Schwierig, ne? Schwierig. Jetzt hat er sich hingelegt. Das ist natürlich doof. Nope. Ja, noch gar keinen Rothirsch heute gesehen, ne? Ja, scheiß drauf, scheiß auf Rothirsche. Heute sind Schweine und Sickerhirsche dran. Es ist halt immer das, was sich anbietet, ne? Und gerade aktuell bietet sich halt hier keinen Rothirsch an. Was soll ich machen? Ich muss ja damit arbeiten, was ich hier kriege, oder nicht? Sind da extra Trinkzeit-Rothirsche gegangen? Warum sind hier so viele andere Hirscharten und Schweine, Dingsbums? Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Hier ist so viel Tod auf dieser Wiese. Tod! So, erstmal hier Truthahn, Gold. Schön. Dann Sickerhirsch, Silber. Schön. Nächste Sickerhirsch Bronze nur. Okay, okay, okay. Sehr klein, sehr jung. Gerade auf Halloween-Ausflug, die machen Süßes oder Saures, ne? Auch Bronze, leider kein lebenswichtiges Organ getroffen. Schade. Bronze auch kein lebenswichtiges Organ getroffen. Ah, ich hasse das, wenn die liegen. Ich hasse das, ne? Ich hasse das. Ich krieg die dann nie so richtig getroffen. Digga, der macht ja richtig Sirene. Sirene. Die Alarmanlage von dem Auto hier drüben ging gerade an. Da muss ich erstmal gucken, ob da alles okay ist mit meinem Auto. Hoch, aufstehen. Hinterher. Schweine. Lol. Zwei. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Seht ihr das? Hier drüben ist die Munition ausgerüstet. Da. Aber ich habe keine Waffe. Was habe ich denn gedrückt? Ich habe keine Waffe. Lol. Hör auf. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe keine Waffe mehr. Das ist ja ein krasser Bug. Wir müssen zurück ins Hauptmenü. Ich habe keine Waffe mehr gehabt. Ich konnte die nicht mehr ausrüsten. Bist du auch ein echter Jäger? Ich bin der Allerechte. Aber wenn du jetzt meinst, dass ich im Real Life auch eine Knarre habe und auf Tiere schieße, dann nein, dann muss ich dich leider enttäuschen. Da hat irgendeine Macht hat die Sickerhirsche jetzt vom Tod bewahrt, indem ich einfach gar keine Waffe mehr hatte. Also, diesen Bug hatte ich halt noch nie. Ich habe schon eine ganz gute Spielzeit in dem Game. Aber den Bug, dass ich einfach nichts mehr in der Hand hatte, also ich konnte halt durch die Waffen durchschalten. Ich habe auch rechts unten die einzelnen Munition der Waffen gesehen. Aber ich konnte nicht scopen, ich konnte nicht schießen. Es ging einfach gar nichts. Hatte ich noch nicht. Auch Fernglas und sowas. Tablet ging alles nichts mehr. Er hat nichts mehr in die Hand genommen.
Könnte was geworden sein. Da ist er. Da ist er. Jo. Sag was ins Mikrofon. Nicht? Er ist schüchtern. Ah, oh, schön. Toll. Silberne Gemse 37,87. Alles klar. Oh, neuner Legendär. Ich werd nicht mehr. Ist das mein Dia-Rothirsch? Ich würde einfach mal einen 300-Meter-Schuss probieren. Komm schon, drop. Drop. Was ist mit dir? Warum droppst du nicht? Tack. Das ist der nächste Legendäre. Das ist einfach der nächste Legendäre. Das ist ein Siemer. Das ist einfach noch einer. Okay. Wir gehen auf den nächsten. Scheiß drauf. Scheiß auf den. Wir nehmen den da. Drop. Ja, okay. Er droppt. Leute, ist alles okay. Er droppt. Und tot. Schön. Oh! Oh, der andere Legendäre ist gestorben. Achter Mythisch. Klingt auch lecker. Klingt auch sehr lecker. Und zwar umsonst, ja. So, warte. Scheiß drauf. Den nehmen wir uns auch noch mit. Ich frage mich auch, wie ich den verschießen konnte. Das war wieder richtig, richtig unlucky. Ich möchte bitte sehen, wie da die Kugel reinging. Was da schiefgelaufen ist schon wieder. So. Ist er Diamant? Da ist er! Diamant! Da ist er! Mein erster Diamanthirsch. Sehr gut. Sehr gut. Schönes Ding. Wunderschönes Ding. Screenshot da. Screenshot vom Geweih. Das kommt ins Thumbnail. So. Und natürlich wieder ausgestopft für 7500. Oh, krass. Ja, sehr schön. Aber ich hätte zwei haben können. Ah, das nervt mich jetzt schon wieder. So, der ist Gold 127, der Achter Mythisch. Schöne Doppellunge. Top. Ja. Oh. Oh. War mein Fehler. Es lag nicht an irgendeiner Energie oder an irgendeiner Entfernung oder sowas. Es war mein Fehler. Ah. Oh, 0,2 Punkte drüber. Nee. 0,9 Punkte drüber. Oh, Mann. Digga. Der war nur 200 Meter weg. Warum hat mir das... Das stimmt, der war nur 200 Meter weg. Warum hat mir das Scope... Also warum hat mir das 300 Meter angezeigt? Ich habe nicht wirklich richtig gescoped. Darum ist auch der Schuss zu hoch gewesen.
hätte einfach an einem See in einem Stream zwei Diamant-Rothirsche schießen können und vorher in 300 Streams noch nie einen gesehen. Alter. Was soll man dazu sagen, ne? Na gut, man kann es auch so sehen. Das Schicksal hat so ein bisschen mitgespielt. Ich hatte sehr viel Glück. Und die haben gesagt, heute kriegt er seinen Dia-Rothirsch. Er hat lange drauf gewartet, heute kriegt er seinen Dia-Rothirsch. Zack, verschossen. Und dann hat irgendwer gesagt, ach so, scheiße, guck mal. Der hat den verschossen, ach, ist das ein Idiot. Wir geben ihm heute seinen Dia-Rothirsch und er verschießt ihn einfach. Okay, komm, ist egal, komm, gib ihm 50 Meter weiter den nächsten. Wirklich? Ja, stell ihn da noch einen hin. Okay, hoffentlich verschießt er den nicht. Ah, ist das schlecht schon wieder. Traue ich mich gar nicht in den Discord zu stellen. Das ist, weiß ich nicht. Die kleinen Low-Viecher, ne? Die so, wo es nicht drauf ankommt. Die treffe ich immer perfekt ins Herz, ne? Aber wenn ich jetzt wirklich mal hier so einen krassen Hirsch vor mir sehe, dann struggle ich auf einmal. Man müsste eigentlich so dran denken, so ja, der hat jetzt nur, weiß ich nicht, ist nur ein Fünfer oder so. Zack, einfach so im Drive-By ins Herz geschossen. Perfekter Herztreffer. So, und das war's auch schon wieder mit dieser aufregenden, krassen Folge The Hunter Course Survived. Ich würde gerade Way of the Hunter sagen, egal. Heute war es wirklich krass. Also zwei 9er Rothirsche, zwei Legendary Rothirsche. Einen habe ich leider verschossen, weil ich falsch gescoped habe, falsch genullt habe, was auch immer. Den anderen haben wir dafür aber eingesackt. Und der kommt auch noch in die Lodge. Heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal. Ich war wirklich sehr interessant heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!